Im August 2002 erschüttern zwei brutale Verbrechen die ganze Schweiz. In der vergangenen Nacht sind an zwei Orten unweit von Bern mitten auf der Straße zwei junge Frauen niedergestochen worden. Jetzt ist es passiert. Also, ich bin davon ausgegangen, etwas passiert. Dass es gerade so war, wie es nachträglich gezeigt wurde, hätte ich nicht gedacht. Die 20-jährige Natalia Slupski wurde brutal ermordet. Eine andere junge Frau schwer verletzt. Schnell wird klar, beim Mörder muss es sich um einen Serientäter handeln. Bern ist in Angst. Nach 21 Tagen ist er gefasst. Die Polizei hatte schon lange vor dem Mord nach ihm gefahndet. Warum konnte man ihn nicht früher stoppen? Eine Bushaltestelle in Bern-Bümplitz in der Nacht auf den 1. August 2002. Astrid K. hat am späten Abend in der Stadt den Bus nach Bümplitz genommen. Den Rest des Heimwegs legt die 23-Jährige zu Fuß zurück. Der Studentin fällt ein sportlicher Radfahrer auf. Der Mann ist ihr unheimlich. Sie fühlt sich verfolgt. Direkt vor ihrer Haustür fällt der unbekannte Astrid K. an und verletzt sie mit 7 Messerstichen lebensgefährlich. Gelähmt bleibt sie liegen. Das habe ich eigentlich gerade im Moment gemerkt, weil ich mich ja nicht mehr bewegen konnte. Ich habe natürlich das Ausmaß nicht realisiert. Ich habe nicht gewusst, was für eine Verletzung ist. Aber ich habe gemerkt, dass ich gelähmt bin, dass es im Körper gar nichts mehr geht, dass ich mir nicht selber helfen kann. Aber im ersten Moment habe ich eher gedacht, es sei vom Schock. In derselben Nacht, im 4 Kilometer entfernten Niederwangen. Ein weiteres Verbrechen. Nur eine Stunde nach dem brutalen Überfall auf Astrid K. findet ein Securitas-Angestellter die Leiche einer jungen Frau. Die 20-jährige Maturandin Natalia Slupski wurde bestialisch ermordet. Ich bin am Morgen um 5 Uhr rund von meinem Dezernatschef Libo Leben angerufen worden. Und dort hat er mir gesagt, Christian, das ist gar nicht gut. Wir haben ein totes Mädchen, eine tote Frau und noch etwas in der Stadt Bern, das vielleicht zusammenhängen könnte. Und im Moment sieht es wirklich nicht gut aus. Zwei grauenhafte Delikte. Eines in der Stadt und eines auf Kantonsgebiet. Stadt und Kantonspolizei Bern errichten eine gemeinsame Einsatzzentrale. Alle verfügbaren Leute werden aufgeboten. Erste Erkenntnisse zeigen, der Täter war der jungen Frau vom Bahnhof Niederwangen her durch die verlassene Gegend gefolgt. Sie hatte keine Chance. Ich bin davon ausgegangen, etwas passiert, dass es gerade so war, wie es nachträglich gezeigt wurde, hätte ich nicht gedacht. Aber meine erste Reaktion war ein Gedanke schon da gewesen, bei meinen Akten, dass jetzt das passiert ist. Fahnder Rolf Zwahlen hat die brutalen Verbrechen kommen sehen. Bereits ein halbes Jahr zuvor wurden in der Umgebung von Bern zwei junge Frauen brutal überfallen und schwer verletzt. Kantonspolizist Zwahlen hatte in diesen beiden Fällen ermittelt und schnell gemerkt, es muss einen Zusammenhang geben zwischen seinen Fällen und einer Reihe ungeklärter Entreißdiebstähle in der Stadt Bern. Im Westen der Stadt waren innerhalb eines Jahres 2 Dutzend Frauen überfallen worden. Die Polizei hatte damals die Bewegungsmuster des Täters analysiert. An der Universität Zürich befassen sich Experten mit geografischen Fahndungsmethoden. Strafrechtsprofessor Christian Schwarzenegger kennt sich mit dem sogenannten Crime Mapping aus. Damit kann man Serientäter geografisch eingrenzen. Heutzutage hat man ein neues technisches Mittel, das sehr hilfreich ist, um Bewegungsbilder und Wohnort von Tätern zu eruieren. Wie geht das vor sich? Man hat ein Geographical Information System. Das heisst, man hat eine Datenbank, wo man die Tatorte, wo ein Täter seine Daten verübt hat, kann einzeichnen.
Und man kann aufgrund von gewissen Wahrscheinlichkeitsaussagen kann man eruieren, wo er ungefähr wohnt und mit welchen Verkehrsmitteln er sich ungefähr zu diesem Tatort hinbewegt hat. Man weiss zum Beispiel, dass in 70% der Fälle die Taten im Umkreis von 30 km vom gleichen Ort stattfinden. Und bei 40% sind sie sogar im Umkreis von 10 km. Man weiss außerdem, dass es einen gewissen Buffer gibt zwischen dem Wohnort des Täters und eben dem Tatort. Das nutzt man, um gewisse Gebiete zu eruieren, die eben wahrscheinlicher sind für den Wohnort und die auch wahrscheinlicher sind für Taten. So war auch die Berner Polizei vorgegangen. Sie wusste, alle Delikte, sowohl die Entreißdiebstähle als auch die zwei Tötungsversuche, waren in der Nähe von Tram-, Bus- oder S-Bahn-Stationen passiert. Schon ein halbes Jahr vor dem grauenhaften Mord hatte die Polizei deshalb den öffentlichen Verkehr überwacht. Erfolglos. Das Phantom hat sich irgendwo bewegt. Und wir sind davon ausgegangen, dass er eigentlich nicht planmäßig zuschlägt, sondern eigentlich unplanmäßig. Folgedessen haben wir noch keine Ansatzpunkte gehabt, wo genau das wir überwachen sollten. Es war eigentlich immer zuvor. Fahnder Zwahlen trug bereits Anfangs 2002 akribisch die Spuren zusammen und analysierte die Tatorte. Er wusste, der Täter war immer derselbe. Der Mann wurde von Tat zu Tat brutaler. Für Zwahlen war klar, das Phantom würde auch vor Mord nicht zurückschrecken. Was damals niemand ahnt, dieser Waffenläufer ist das Phantom. Während die Polizei fieberhaft nach ihm sucht, lebt er in Bern ein unauffälliges Leben und arbeitet als Koch im Restaurant Schlüssel. Mischa E. hat eine Freundin und ist äußerst beliebt. Sein Umfeld beschreibt ihn als freundlich und hilfsbereit. Niemand ahnt, welche Abgründe sich hinter dieser Fassade verbergen. Der Mischa, den ich kennt, ich kann nur von dem erzählen. Und den Mischa habe ich als sehr liebenswürdig erlebt. Er hat zum Beispiel mir ging die Haushaltung gemacht, wenn er da war. Er hat gekocht, er hat Kommission. Das war für mich aber wunderbar, wenn er gesehen hat, er komme. Und dann hatte ich es wirklich gegeben. Ich konnte nur zum Tisch hocken, ich konnte aufstehen und gehen. Er hat am Abend, wenn er fort war, hat es bei uns allen zusammen auf dem Kopfkissen irgendein Schöckeli oder ein Zettel, das hat drauf geheißen, danke vielmals. Mischa E. verbringt einen großen Teil seiner Freizeit bei der Familie Bircher im Berner Oberland. Hier trainiert er auch regelmäßig für seine Läufe. Die Birchers hatten Mischa E. durch den Sport kennengelernt. Genauso wie Martin Storchenecker. Er ist selbst Langstrecken- und Waffenläufer. Er war zielstrebig. Er wusste, was er will. Und er war trotzdem ein sehr menschlicher, ein umgänglicher. Ein loyaler, auch gleichwohl kameradschaftlich sehr ein guter Typ und ein Kollege, ja. So verlässlich von unserer Seite her auf ihn ist ganz klar gewesen. Also ich glaube nicht, dass er mich jemals irgendwo durch enttäuscht hat und gesagt hat, du, das mache ich jetzt für dich und hat es nicht gemacht oder nicht recht gemacht. Also zuverlässig. Er war sicher sehr ehrgeizig gewesen. Also darum auch der Einstieg natürlich in den Sport, wo man ja bei jedem Spitzensport muss man ehrgeizig sein, denke ich mir. Also da ist schon. Das war früher schon. Der Ehrgeiz zahlt sich aus. Mit erst 23 Jahren gewinnt Mischa E. im November 1998 zum ersten Mal den berühmten Frauenfelder Waffenlauf. Ich werde im Waffenlauf sicher noch mehr Härte holen. Und ich werde eigentlich sicher auf dem Marathon zu sehen sein. Mischa E. steckt sich hohe sportliche Ziele. Eines wird er noch erreichen. 3 Jahre nach seinem großen Triumph siegt er im November 2001 in Frauenfeld erneut. Man muss davon ausgehen, dass er die Fantasien, jemanden zu quälen, vielleicht jemanden zu töten, jemanden auch sexuell zu missbrauchen, dass er die Fantasien schon lange hatte, dass er unter diesen Fantasien gelitten hat und dass er auf alle möglichen Art und Weise versucht hat, diesen Fantasien Herr zu werden. Und der Sport, die Anstrengung, die Selbstbeherrschung war für ihn offensichtlich eine Möglichkeit, um die Fantasien zu verdrängen. Gerichtspsychiater Josef Sachs ist leitender Arzt an der psychiatrischen Klinik Königsfelden.
Er hat den Fall intensiv verfolgt, den Täter aber nie begutachtet. Während Mischa E. noch Erfolge feiert, hat die Polizei schon einige Spuren von ihm zusammengetragen. Sie kann sie aber nicht zuordnen. Deshalb bleibt er vorläufig unentdeckt. Ein halbes Jahr vor dem Mord weiß die Polizei, das Phantom lauert seinen Opfern stets in der Nähe öffentlicher Verkehrsmittel auf. Sie kennt auch die Schrift des Täters. Einigen Opfern und der Polizei hat er anonyme Briefe geschrieben. Und die Polizei kennt sogar seine DNA. Der Täter hat an verschiedenen Tatorten und Gegenständen Speichelspuren hinterlassen. Wenn man die Daten, die Interessendiebstahl, die Raubdelikte vergleicht mit dem, was er mehr hatte, sprich Tötungsversuch, möglich Vergewaltigungsversuch, hat man eindeutig gemerkt, dass der Täter in seiner Art seine Taten steigert. Die Tatzeit bzw. die Zeitspanne zwischen den Taten werden länger. Dafür wird der Täter in ihrer Ausführung der Tat viel brutaler. Die Steigerung kann man sich so erklären, dass das eine Art einen Suchtcharakter angenommen hat. Er hatte ein Erlebnis gehabt, zuerst in einem kleineren Ausmaß. Das hat ja angefangen mit einem Dreistiebstahl, wo er eine Macht ausüben konnte. Eine Macht, die bei ihm vielleicht auch ein Bedürfnis war, die auszuüben, weil er sich selber als eher zerbrechlich erlebt hat. Er hat gemerkt, dass das bei ihm irgendein Bedürfnis auch befriedigt hat, ein ganzes verstecktes Bedürfnis. Und wenn ein Bedürfnis befriedigt wird, ein derartiges Bedürfnis, dann ruft das noch mehr. Man müsste davon ausgehen, dass etwas passiert, und zwar etwas schwerwiegend. Oder? Und das hat man eigentlich in die Ermittlung einbezogen. Die Fahndung hat sich intensiviert, aber die Problematik war immer da, weil wir eben das Phantom haben gejagt haben. Und man hatte zu wenig Pferde, um dann frühzeitig habhaft zu werden. Fahnder Zwahlen muss hilflos zusehen, wie es zur Katastrophe kommt. Natalia Slupski wird brutal ermordet. Astrid K., die der Täter eine Stunde zuvor mit dem Messer attackiert hat, überlebt, ist aber gelähmt. Sie hat den Täter als einzige gesehen. In der Klinik wird sie deshalb rund um die Uhr bewacht. Sie will heute nicht mehr erkannt werden. Enorme Ungewissheit ist gesehen. Wir hatten ja nicht gewusst, wer sie ist, was er für ein Motiv hatte. Und ja, Angst hatte ich auf jeden Fall. Also darum haben wir in Notwil auch Sitzwache gehabt. Die Polizei hat sich darum gekümmert. Und das hat mir schon Sicherheit gegeben. Aber die Angst ist gleich geblieben. Auch die Bevölkerung hat Angst. Was vorher nur die Polizei wusste, ahnen jetzt alle. Der Täter ist ein Serientäter. Frauen getrauen sich abends nicht mehr alleine auf die Straße. In der Stadt Bern sind die Taxis über Tage ausgebucht. Die Pfeffersprays in den Apotheken sind ausverkauft. Ich war eine von den Frauen, die vorher, bevor wir ihn gefasst haben, die auch Angst hatte vor ihm oder die sich auch Gedanken gemacht hat. Es hat natürlich gewisse Sachen auch in meinem Privatleben nachher geändert, wie eben, dass ich den Schlüssel schon viel früher führen muss aus dem Handtäschchen, bevor ich vor der Haustür stand. So Sachen. Ich bedenke, das ist allen gleich gegangen. Alle haben Angst und alle sind misstrauisch. Jeder könnte der Täter sein und er könnte jederzeit wieder zuschlagen. Das weiß auch die Polizei. Sie steht in diesen Tagen unter enormem Druck. Zeitweise sind mehr als 50 Beamte im Einsatz. Die Zeit drängt. Die Polizei holt sich Hilfe beim Wiener Star-Kriminalpsychologen Thomas Müller. Eine der möglichen und wahrscheinlichen Situationen ist, dass es hier zu einer Art internen Eskalation beim Täter gekommen ist. Da spricht einiges dafür und eine der Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können, ist, dass dieser Mann schlussendlich jetzt ein gutes Gespräch braucht, denn er entwickelt sich einfach ja weiter. Der Täter will kommunizieren. Schon am gleichen Tag beginnt er damit, der Polizei Umschläge zuzuspielen. In den Umschlägen sind persönliche Gegenstände der ermordeten Natalia Slupski. Jeder Brief enthält zudem einen Zettel mit Ortsnamen wie Betterkinden oder Burgdorf. Die Fundorte sind 5 verschiedene Gemeinden nördlich von Bern.
Also, als wir konfrontiert wurden mit den anonymen Schreiben, sind wir davon ausgegangen, dass er uns forthaben will. Er zeigt die Reaktion, er muss etwas machen, er war der Bestimmende. Und wir haben versucht, so ein bisschen zu analysieren, was er mit diesen Schreiben will. Wir sind davon ausgegangen, er will uns irgendwie vom Gebiet forthaben oder er will uns eine Fährte setzen mit dem Gebiet, das er uns zuteilt. Der Täter will die Fahnder von der Stadt weglocken. Doch die Polizei fällt nicht darauf herein. Stattdessen geht sie in die Offensive und veröffentlicht Schriftproben und zwei Robotbilder. Medien und Strafverfolgung stehen in einem ambivalenten Verhältnis. Einerseits gilt Unschuldsvermutung, das heisst, die Personen sollten möglichst nicht exponiert werden, weil es könnte sein, dass sie gar nicht schuldig sind. Und das kann man nachher nicht mehr wieder gut machen. Auf der anderen Seite können die Medien aber dazu dienen, die Öffentlichkeit zu informieren, falls Gefahren bestehen. Und auf der anderen Seite auch als Fahndungsmittel eingesetzt werden. Dass man zum Beispiel ein Fahndungsbild zeigt und allenfalls sogar in Dialog treten kann mit dem Täter, wie das da in diesem Fall eben passiert ist. Die Polizei will das Phantom bei seiner Eitelkeit packen. Bewusst zeichnet sie den Täter schlecht rasiert. Also wir hatten gewisse Vorinformationen gehabt und dort haben wir schon gemerkt, dass die Täterschaft eigentlich relativ eitel reagiert auf sich selber. Und wenn etwas nicht stimmt, hat sie sich auch entsprechend zur Wehr gesetzt. Und darum sind wir eigentlich zum Schluss gekommen, dass wir mit diesem Robotbild, das natürlich die Grundlage die Opferaussagen war, die wir erstellen konnten, dass wir dort die Klippmätiert die Bartstoppeln vorheben, mit dem Ziel, dass er allenfalls reagieren könnte. Und der Täter reagiert sofort. Doch die Polizei durchschaut ihn. Mit dem Französischen will er abermals eine falsche Fährte legen. Der Täter beschwert sich auch über die Bartstoppeln und moniert, das sei nicht freundlich. Er rasiere sich jeden Morgen. Nicht nur der Täter reagiert. Bei der Telefonhotline der Polizei gehen in den folgenden Tagen mehr als 700 Hinweise ein. Es melden sich auffällig viele junge Frauen. Sie geben an, sie seien in den letzten Monaten von einem Mann angesprochen worden, der der Täterbeschreibung entspreche. Während die Polizei jedem Hinweis nachgeht, erholt sich Astrid K. nur langsam. Bis zur Tatnacht war Ballett ihr großes Hobby. Ob sie jemals wieder tanzen kann, ist zu jener Zeit ungewiss. Also schon nur allein im Bett drehen ist nicht gegangen. Das war das erste, was ich im Paraplegischen Zentrum gelernt habe. So einen Nachmittag lang haben wir das geübt. Wieder lernen sitzen, aufsitzen selber. Sich lernen anzulegen. Am Anfang hatte ich rund eine halbe Stunde, bis ich die Schuhe anlegen konnte. Aber ich wollte immer selber, weil ich das Gefühl hatte, es bringt mich vorwärts. Nur wenn ich es selber wieder lerne, komme ich wieder auf meinen Weg zurück. Die Polizei fahndet fieberhaft, ohne Erfolg. Der Druck wird immer größer. Man hat zwar bereits seit einem halben Jahr das DNA-Profil des Phantoms, aber noch immer keinen dazugehörenden Täter. Schließlich mischt sich auch die Politik in den Fall ein. Die zuständige Berner Regierungsrätin überlegt laut, ob man Massen-DNA-Tests durchführen solle. Der Nationalrat stimmt in der Folge über das neue DNA-Gesetz ab. Viele Parlamentarier fordern jetzt, nicht nur Schwerverbrecher, sondern auch Kleinkriminelle sollen in einer zentralen DNA-Datenbank gespeichert werden. Die meisten fangen mit Diebstahl an, mit kleineren Sachen. Oder Mitternachtsmörder hat mit dem M30-Diebstahl angefangen und zuletzt ist es zu einem Mord gekommen. Und wenn man das früher hätte können identifizieren können, das Ganze, dann wären die Täter früher überführt worden. Nicht zuletzt deshalb entscheidet der Rat, auch bei kleineren Delikten wie Diebstählen darf eine DNA-Probe angeordnet werden. Das DNA-Profilgesetz ist seit 2005 in Kraft. Die ersten Erfahrungen mit dem Gesetz zeigen, dass das eine richtige Entscheidung war, das nicht zu stark einzuengen. Es gibt andere Länder, wie Deutschland zum Beispiel, die das vorher sehr stark auf Sexualdelikte eingeschränkt haben. Das hat aber dazu geführt, dass man eben praktisch gar keine Hits hat, weil man eben sieht, dass das Deliktspektrum viel breiter ist. Das ist auch aus der kriminologischen Forschung bekannt, dass kriminelle Karrieren nicht einfach von der Kindheit auf immer im gleichen Deliktsbereich ablaufen, sondern dass das ein Multiproblemverhalten ist, dass das ein Risikoverhalten ist, das sich gegen sich selber, aber eben auch gegen andere äußert.
Und insofern ist es also notwendig, dass man den Deliktsbereich breit lässt. Allerdings, eben so wie es in der Schweiz gelöst ist, ist es sinnvoll, dass man dann den Bagatellbereich oder Übertretungen zum Beispiel völlig ausschließt. Das ist selbstverständlich. Fünf Tage nach der Tat hat er angerufen. Er ging am Abend spät angerufen, wenn er zurück ist vom Arbeiten. Hat er angerufen und hat gefragt, ob er ein paar Tage kommen darf. Er hatte frei. Aber wir waren dann alle irgendwie beschäftigt in dieser Woche und nur am Abend zum Schlafen daheim. Und dann hat er gesagt, ja, er hätte gerne noch ein bisschen kochen und ein bisschen die Haushaltung machen. Und dann können wir das anderes Mal. Er hat das dann abgesagt, aber wir haben dann sicher drei Viertelstunde immer zusammen telefoniert. Und er hat noch erzählt von seinen Ferien, die er neu gemacht hat im Schwarzwald nach unserer Trainingswoche. Und ich hatte also absolut nichts gemerkt. Er war wie ging. Von den über 700 Hinweisen, die bei der Polizei eingehen, ist einer entscheidend. Hier haben wir nachher eine Information bekommen von einer Mutter, die von ihrer Tochter, einer jungen Frau, den Hinweis hat bekommen. Sie hat mal so einen Brief bekommen, der ein ähnliches Schriftbild hat. Dort hier auf dem Brief, auf dem Schreiben, hat man auch entsprechend den Namen gehabt, der auf die Täterschaft hingewiesen hat. Auf diesem Brief stehen Name und Adresse des Absenders. Sie führen direkt zum Täter. Auch die Jugendfreunde von Mischa E. reagieren. Nachher stand die Handschrift im Blick und ich habe sie eigentlich sofort erkannt. Selbst ist mir vor allem eingefahren. Nachher habe ich auch die Tiere angerufen. Ich glaube, am gleichen Abend noch. Ich war aber nicht rum. Und nachher haben wir irgendwie dann, weiss auch nicht mehr, diskutiert, was wir machen sollen. Das Ereignis hat uns eingeholt. Das ist dann schon. Es ist dort noch gegangen, zwei Tage oder so. Verhaftung. Die beiden Gewaltverbrechen in Bern-Bümplitz und Niederwangen sind geklärt. Die Polizei hat gestern Abend in Spiegel bei Bern einen 27-jährigen Schweizer verhaftet. Noch am selben Abend ist der Mann ein erstes Mal befragt worden. Dabei hat er ausgesagt, beide Taten, den Tötungsversuch in Bern-Bümplitz und das Tötungsdelikt in Niederwangen, vom 31. Juli, 1. August 2002 begangen zu haben. Auf einmal ist das Telefon gegangen. Ist mein Mann am Telefon gsi. Ich hatte das Nummer gekannt, sonst hätte ich es gar nicht abgenommen. Und hat das Telefon abgenommen und er hat einfach geheult. Und ich hatte Panik. Ich dachte, es ist irgendetwas passiert mit dem Kind. Irgendetwas ganz Schreckliches. Das ist eine Zeit gegangen. Ich konnte auch nicht reden, weil ich so Angst hatte, zu fragen, was ist passiert. Plötzlich hat er gesehen, Mischa ist der Mörder. Und das Gefühl, das spüre ich noch jetzt. Das war wie ein Rollstegen, der schnell läuft. Ich hatte das Glück, dass der Boden unter den Füßen ist weg. Nachdem der Täter gefasst ist, finden die Medien schnell heraus, wer der Mitternachtsmörder ist. Es ist der 27-jährige Waffenläufer Mischa Ebner. Es war auch ein Moment der Erleichterung. Weil vorher hatte man einfach Angst, es war Unsicherheit, weil der Täter nicht gefasst war. Und dann habe ich mich informiert, aber im Grunde genommen wollte ich gar nicht mehr über den Täter wissen, über seine Vergangenheit, weil er ja eigentlich nicht in mein Leben gehört. Unsere Wege haben sich zwar gekreuzt für einen kurzen Moment, aber ich habe mir nachher immer gesagt, ich will mich nicht mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Weil sonst ist das Ganze wie ein Schatten über meinem Leben. Und ich will ja wieder auf meinen Weg zurück, wo er nichts auf diesem Weg eigentlich zu suchen hat. Doch die Medien wollen wissen: Wie konnte aus dem netten Jungen von nebenan ein Mörder werden? Alle suchen in der Vergangenheit. Mischa Ebner und sein um zwei Jahre älterer Bruder Alex wachsen im idyllischen Tutwil im Kanton Thurgau auf. Gemeinsam besuchen sie hier die Primarschule. Der ältere Bruder ist Mischas engste Bezugsperson. Er nimmt sich im Alter von 25 Jahren das Leben. Nur wenige wissen damals, dass in diesem jungen Leben schon viel Schlimmes passiert ist.
Im Alter von 4 und 6 Jahren wurden die beiden Brüder von ihrer Mutter im Kinderheim abgegeben. Edwin Bicker ließ die Geschwister damals kinderpsychiatrisch abklären. Die Abklärungen haben dann klar gezeigt, dass die Kinder eigentlich ein Defizit haben im emotionalen Bereich, also dass sie eigentlich keine Bindung aufweisen zu Erwachsenen, sondern nur gegenseitig als Geschwister. Die Kinder haben zum Beispiel nie nach der Mutter, nach dem Vater gefragt. Auch wenn sie auf das angesprochen worden sind, ist das für sie etwas völlig Irrelevantes gewesen. Und zudem hat sich einfach gezeigt, dass sie enorm Hunger haben nach Zuwendung, nach Liebe. Die sind praktisch in ihrer Wohnung eingeschlossen gewesen. Es ist auch uns nachträglich dem von Nachbarn gesagt worden, dass dort, wo das Kinderzimmer ist, oder war, praktisch immer der Laden drinnen gewesen ist, also auch tagsüber. Und man hat die Familie auch nie als Familie von außen gesehen. Die Geschwister werden von Adoptiveltern liebevoll aufgenommen. Die Familie erhält therapeutische Unterstützung. Die Kinder entwickeln sich gut. Auch in den Augen der Experten. Die Kinder haben enorm schnell eigentlich so die Entwicklungsdefizite, die sie hatten. Die sind zum Teil 2 oder 3 Jahre zurück im Verhalten. Sie haben die in einer enorm kurzen Zeit die aufgefangen. Und man hat auch gesehen, dass da eine Familie war, die enorm viel gemacht hat mit diesen Kindern. Die Kinder mit der Natur vertraut gemacht hat und allem drum und da, was sie vorher gar nicht kennt haben. Und ich war natürlich erschüttert, weil ich eben auch davon ausgegangen bin, dass da jetzt eigentlich wirklich 2 Kinder das Glück hatten, eine gute Familie zu finden und eigentlich so das noch zu korrigieren, was vorher nicht gut gelaufen ist. Man hat ja gewusst, dass er eine schwierige Kindheit hatte. Und ich habe ihm mehr als ein Mal gesagt, Mischa, willst du nicht in eine Behandlung gehen, für das mal aufzuarbeiten. Man hat ja gemerkt, dass er darunter leidet. Und nicht gewusst, was war. Ja, dass das für ihn sehr schwierig war. Und dann hat er ging abgelockert. Das habe ich nicht nötig und das ist nicht so schlimm. Und das ist nichts für mich. Es ist relativ naheliegend, dass seine Schwierigkeiten oder sein tragisches Leben in der frühen Kindheit, dass das eine grosse Rolle gespielt hat. Und das wäre für jeden anderen Menschen auch belastend gewesen, der so etwas hat müssen erleben musste. Nicht jeder Mensch, der das Gleiche erlebt oder etwas Ähnliches erlebt, greift nachher auf diese Art und Weise zu Gewalt. Darum muss man davon ausgehen, dass andere Faktoren eben auch eine Rolle gespielt haben. Andere Faktoren, da denke ich zunächst einmal an seine Persönlichkeit, an die Art und Weise, wie er mit diesen Belastungen umgegangen ist. Während der 27-jährige Mischa Ebner in Untersuchungshaft sitzt, fügt sich das Bild für die Polizei Stück um Stück zusammen. Ebner, der seit 3 Jahren eine Freundin hat, suchte obsessiv den Kontakt zu jungen Frauen. Wir können bestätigen, dass wir über 50 Frauen in diesem Zusammenhang können ermitteln konnten. Zum Teil können befragen, wo sich Frauen bei uns gemeldet haben. Das ist eine Vielzahl. Die Frauen, die wir angesprochen haben, haben so reagiert, wie das eigentlich die Frau als solche so mich hat. Er hat die Frau relativ unkompliziert direkt angesprochen. Und das ist den Frau relativ missfallen. Und haben auch sofort Abstand haben und mit ihm nichts zu tun haben. Weil die Frauen nichts mit ihm zu tun haben wollten, habe er sich an ihnen gerecht. Das gab Ebner später in der Einvernahme zu Protokoll. Mischa Ebner hat weitere Straftaten gestanden. Der mutmaßliche Täter des Tötungsdelikts in Niederwangen hat im Verlauf der bisherigen Befragungen gestanden, auf den Gebieten der Stadt Bern, des Kantons Bern, sowie in einem anderen Kanton weitere Straftaten begangen zu haben. Mischa Ebner gesteht insgesamt 29 Delikte. Darunter mehrere Raubüberfälle, 3 Tötungsversuche und einen Mord sowie einen weiteren Überfall 5 Tage nach dem Mord an Natalia Slupski. Seine Opfer wählte er alle zufällig aus. Er war schon geständig, aber sein Geständnis war nicht wirklich das Geständnis eines Täters, sondern es war mehr das Geständnis, wo er sich selber als Opfer geschaut, am Schluss vor der Gesellschaft, vor den Frauen. Also wenn alle in seinem Umfeld vorher sich die nötige Mühe und Aufmerksamkeit ihm geschenkt hätten und Liebe ihm geschenkt hätten und noch all die anderen Frauen, die er angeschrieben hätten, nämlich auch ihm Liebe geschenkt hätten und ihn verstanden hätten, dann wäre das nie so weit gekommen. Und das ist eigentlich immer im Vordergrund gestanden. Und die Taten selber,
Ja, über die hat er nicht wirklich reden. Er hat nur über das reden, was die anderen falsch gemacht haben, warum er es nachher machen musste. Das ist so klar, und das ist schon sehr bemühend worden. Vor allem, er hat ja ein super Umfeld gehabt und eine gute Beziehung gehabt. Er hat eine Familie gehabt, die ihn aufgenommen hat, und er ist ja sehr positiv aufgenommen worden. Und man hat ihm eigentlich jegliche Chance gegeben, und das ist für ihn zu wenig gewesen. Alles ist für ihn zu wenig gewesen. Nichts war ihm gut genug. Was hätte verhindern können, dass er zum brutalen Mörder wurde? Seine Taten hätten früher aufgedeckt werden müssen. Es ist davon auszugehen, dass dann, wenn die Taten aufgedeckt werden, sei es von der Polizei, sei es aber auch von seinem Umfeld, dass er sich dann schämt und dass er dann mit grosser Wahrscheinlichkeit, nicht sicher, aber mit grosser Wahrscheinlichkeit aufgehört hat. Die Polizei war Mischa Ebner ein halbes Jahr lang auf den Fersen. Sie ging jeder Spur und jedem Hinweis nach. Trotz aller Spuren konnte man ihn nicht früher fassen. Das beschäftigt den Chef der Spezialfahndung bis heute. Wir haben ja sechsmal untereinander diskutiert, weil dort die, wo man ja für sich selber auch eine Antwort haben. Und dort sind wir einfach auch der Überzeugung, das hätte vielleicht mit noch ein bisschen viel mehr Glück hätte man können sagen, gut, wir hätten können drauf kommen, aber ohne weitere Hinweise ist es nicht gegangen. Wenn man zu einer Spur keinen Täter zuordnen kann, dann nützt einmal alle Spuren nichts. Nachdem der Täter endlich in Haft sitzt, macht Astrid K. schnell Fortschritte. Am 11. Oktober 2002 durfte ich nachher den Rollstuhl abgeben. Das heisst, ich war noch ganz steif und stark im Zeug herumgelaufen. Halt kleine Schritte, es war auch noch nicht koordiniert, aber ich konnte laufen. Und das war für mich wahrscheinlich schon der wichtigste Moment. Aber ich wusste auch, dass ich wieder zum Tanzen zurück wollte. Weil ich das von Kindheit angemacht. Das ist für mich ein enorm wichtiges Hobby. Und ich habe immer gehofft, dass ich dort wieder zurückfinde. Aber ich wusste natürlich nicht, ob es überhaupt möglich ist, nachdem ich so verletzt war. Aus dem Gefängnis schreibt Ebner viele Briefe an Bekannte und Freunde. Er entschuldigt sich, versucht, sich zu erklären. Es kam ein langer Brief von ihm. Darin hat er geschrieben, dass er das, was er gemacht hat, schrecklich finde und dass ihm das so ganz fest leid tue. Und er nicht wüsste, was passiert sei. Er hatte dann ganz einen schlechten Tag und sei heimgekommen und sei wie in ein paar andere Schuhe geschliffen und sei nicht mehr der Mischa gewesen, den wir kennen. Das ist ja unser grosses Problem und das ist noch heute die grosse Frage, warum hat er das gemacht. Auch der Psychiater, der ihn ja sehr schnell begutachten konnte, konnte eigentlich nicht wirklich eine schlüssige Antwort dazu geben. Eine Antwort wird man nie finden. Im November 2002 nimmt sich Mischa Ebner in seiner Zelle das Leben. Er war jemand, der in sich innen sehr viele Aggressionen hatte, wo er vorher an den Frauen ausgegangen hat und wo sich dann eben gegen sich selber gerichtet hat, was nicht selten ist. Er hatte auch im Suizid ein Vorbild in seinem Bruder. Und dann ist wahrscheinlich auch eine gewisse Bilanzierung dahinter, nämlich die Bilanzierung, dass sein Leben vorbei ist. Ein paar Monate nach dem Selbstmord wird die Akte Mischa Ebner geschlossen. Ich und meine Familie waren erleichtert. Weil ich habe nachher auch gewusst, dass er niemand in mein Leben treten kann. Astrid K. konnte das Paraplegikerzentrum 6 Monate nach der Tat verlassen. Mit eisernem Willen hat sie sich ins Leben zurückgekämpft. Doch sie muss auch heute noch regelmäßig zur Therapie. Die physischen und psychischen Wunden bleiben. Aber Astrid K. hat gelernt, mit ihnen zu leben.